Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play zu Lords and Knights. Ich bin euer Stormtrooper. Ja, beim letzten Mal habt ihr was über das Verhalten im Angriffsfall von mir gehört. Und dazu habe ich jetzt noch ein zweites Video vor, beziehungsweise mache ich jetzt. Und zwar, letztes Mal war ja so theorielastig, ich habe euch nur gezeigt, wie es denn geht. Und jetzt kann ich es euch aktiv an meiner Burg zeigen, da ich angegriffen werde, wie man eben da vorgeht. Das heißt, hier sind nochmal die Übersicht. Erstens Ruhe bewahren, zweitens Fake-Check, drittens das Formular ausfüllen, viertens Nachbarn oder Bündnis um Hilfe bitten, fünftens Kampfvorbereitung, sechstens die Brücke bauen, siebtens ein Gegenschlag. Ja, wenn ihr euch einloggt, loggt euch einfach ein und ihr seht auf einmal, ja, ahnt nichts Böses, so wie heute, Freitagmorgen, loggt mich ein, auf einmal, oh, da ist was rot, beziehungsweise ihr geht auf die Karte und es blinkt einfach nur. Ihr seht diese blinkenden, fiesen... diese pinken, blinkenden, fiesen Burgennamen. Und... So, wer jetzt das Video gesehen hat, der sollte das nicht machen, wie jetzt quasi ich jetzt so. Man lockt sich ein und dann auf einmal... oh mein Gott, ich werde angegriffen. 10 Burgen, fuck, scheiße, was mache ich? Bündnis, Hilfe. Was mache ich jetzt? Ich mache jetzt erstmal ein neues Thread auf und spam alles voll. Nein, völlig falsch. Den ersten Punkt gedacht, Ruhe bewahren. Und dann als nächstes Fake-Check. Kann man eigentlich direkt anschließen. Weil man sieht jetzt, oh, ich werde angegriffen. Man weiß jetzt erstmal nicht, wann der Angriff kommt. Kann man ja erstmal auf seine Übersicht gehen. Und dann seht ihr ja hier vorne diese roten Ausrufezeichen davor. Ich gehe jetzt einfach mal auf die 10. Gehe hier oben rechts drauf und sehe dann, Angriff kommt in 1 Stunde 36. Massig Zeit also, um sich darauf vorzubereiten. So, dann schaut man genau, welche Burgen das sind, ob die irgendwie auf einem Punkt liegen. Man hat es ja auf der Karte eben schon gesehen. Und um den Fake-Check jetzt zu machen, gerade bei so vielen Burgen, würde ich die nach der Reihe durchgehen. Würde also bei der niedrigsten anfangen. Es müsste jetzt die 5 sein. Jetzt kann ich ja hier in der Liste gucken. Nein, es ist die 3 und die 4 auch sogar. Stimmt, ich habe es übersehen. Und zwar geht man einfach auf die Übersicht. So, und jetzt werde ich einen Fake-Check machen. So, erstmal, gut, angreifende Burgen sind es 2, 4, 6, 7. Einmal der Tor greift an. Und ich glaube, Moment, der Nachtschicht hier. Das könnten andere, das ist auch der Tor. Es greift also nur der Tor an. Also erstmal ein Spieler. Dann kann man hier noch gucken, ob überall eben die langsamste Einheit ein Schwertkämpfer ist. Das ist hier, glaube ich, sogar der Fall. Ja, ich sage das jetzt einfach mal so. Und, ja, gut. Könnte an für sich ein scharfer Angriff sein, aber nicht um diese Uhrzeit alleine. Würde ich niemals sagen. Wenn der wirklich die Burg ausspioniert haben sollte, ihr seht hier hinten das Zeichen, das ist eine Verteidigungsburg. Ich habe zwar nicht so viel Verteidigung drinstehen, aber auf jeden Fall habe ich jetzt 900 drinstehen. Das schickt ja dann auf jeden Fall schon mal ein paar Runden zu überleben. Also, würde ich sagen, das ist ein Fake. Nächste Burg, 4, auch ein Spieler nur. Ich gehe auch davon aus, es sind nur Schwertkämpfe. Da es viel häufiger meines Erachtens nach vorkommt bei einem Fake, dass nur Schwertkämpfe sind, weil man ja aktiv faken will, dann weiß man, ich schicke jetzt auf jeden Fall Schwertkämpfe. Anders kommt es oft vor, wenn was spontan passiert, dass man sich vertimt und man muss alles nachschicken. Das ist ein anderes Thema. Also, das würde ich auch sagen, ist auch ein Fake. Ebenfalls eine Verteidigungsburg, hier über 1000 Dev drin und viele Burgen in der Nähe, die deffen könnten. Dann die 5, ebenfalls wieder der Tor. Das festigt natürlich, dass seine Angriffe ein Fake sind. Oder eine greift er scharf an und er hofft jetzt, dass ich die verschiebe, die Einheiten. Werde ich jetzt erstmal nicht machen, da ich ja schön Ruhe bewahren werde. Dann hier auf 7 wieder der Tor, nur ein Angriff, definitiv ein Fake. 8 wieder der Tor. Das heißt, ich habe jetzt 3 Burgen, wo viele Angriffe kommen, eine, wo nicht so viel kommt. Hier, das sieht schon eher nach einem scharfen Angriff aus. Das ist einmal die Ost von der Akab, der angreift. Und hier unten, das ist Red Dog, ne, Torpedo Nase, genau. Den kenne ich, glaube ich, auf einer anderen Welt. Der greift auch noch an, beides getimed. Ja, es ist schlecht getimed. 18:41 und 19 Uhr. Muss ich mal gucken, ob das ein Fake ist. Ich gehe davon aus, dass es ein Fake ist. Hier würde ich aber am ehesten noch die Schritte einleiten, um es zu verteidigen. Burg 11, Barb greift an. Und noch zwei andere. Beziehungsweise drei andere.
Ja gut, das könnte jetzt echt sein, dass der scharf ist. Hier gehe ich jetzt am ehesten davon aus, dass der scharf ist. Könnte auch sein, dass ich mich jetzt blenden lasse. Gehe ich jetzt mal auf das, davon aus, dass hier die scharf ist. Oh, also immer noch nicht in Panik baden. Hier ist auch wieder der Tor. Das müsste es jetzt eigentlich schon fast gewesen sein. Noch ein einzelner. Das ist harmlos. Genau wie das hier ist auch harmlos. Das heißt, jetzt sind schon drei oder vier Burgen, wo kein scharfer Angriff definitiv ist. Was eben bedeutet, dass ich mich nicht um alle Burgen kümmern muss. Ja, so, als nächstes, der Fake-Check habe ich jetzt gemacht. Dann kommt das Formular ausfüllen. Gehe ich jetzt einfach mal auf Nachrichten. Ich habe da schon Nachrichten geöffnet, weil halt ganz viele von uns angegriffen werden. Und die werden auch stärker angegriffen als ich. Deswegen gehe ich davon aus, dass meine Angriffe alle Fake sind. Kann auch sein, dass es nicht der Fall ist. Ich auf Nachrichten gehst. Ne, Big war es nicht. Falsche Nachrichten. Wobei, ich habe es ja auch schon, mir fällt gerade ein, ich habe es ja schon in Word eingefügt. Ihr fügt natürlich dann das Formular. Ihr solltet das bei euch schon in den Memos oder wo auch immer drin haben. Ich habe das jetzt hier schon eingefügt. Hat er ein bisschen blöd eingefügt. Da er die Zeichen nicht kennt hier. Bei euch am Handy Memos oder so, die kennt auf jeden Fall die Zeichen. Und es ist aber jetzt an für sich egal. Hier oben tragt ihr euren Burglink ein. Ich mache jetzt einfach mal für die. Welche war es? Was? Die 11. Burg meine ich. Welche ich am ehesten denke, dass die scharf ist. Ich werde es allerdings jetzt nicht posten, da ich ja wie gesagt davon ausgehe, dass alle Angriffe ein Fake sind. So, Burglink kopieren natürlich. Drei Spieler sind. Sie sind 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 Angriffe. Weil das sollte auch in dem Formular stehen. Dann könnt ihr jetzt hier den Link einfügen. Uhrzeit ist die erste gewesen. Oh, die erste ist hier in 18 Uhr, ne, 19 Uhr. Die sind auch besser getimt, das war eben die Burg 8, meine ich. Also 19 Uhr. Und das ist eine runde Zeit, das heißt, ihr könnt hier hinter auf jeden Fall die Nullen hinmachen. Und 19 Uhr Angriffszeit bedeutet, der erste Angriff. Die erste Schlacht erfolgt um 19:10 Uhr. Das bedeutet, eure Einheiten müssen dann immer von 1 nach oder von der 1 hinten steht, also 1 nach, 11 nach, 21 nach, bis 19 nach, 9 nach, 29 nach ankommen. In diesem Fenster. Wenn ihr genau auf die 0 timet, kann es passieren, dass der Angriff ein bisschen vorher ist, also dass der in 40 tief kommt, also 40:00 Uhr, sage ich mal, und eure Verteidigung kommt in 40:50 Uhr hinten, ziemlich spät. Dann wäre das zu spät, dann wäre eure Brücke dann gescheitert. So, dann hier noch die passende Uhrzeit hin, ist 19 Uhr. Kann das jetzt auch noch weiterführen. Und genau, das müsste ich jetzt im Forum dann posten. Schauen wir mal weiter. Das Formular ist ausgefüllt. Jetzt könnte ich Nachbarn und im Bündnis um Hilfe bitten. Ich habe, glaube ich, in der E-Mail schon geschrieben, in irgendeiner, dass ich hier könnte sein, dass ich angegriffen werde. Ihr seht, hier sind die ganzen Formulare drin. Kann ich euch das jetzt auch gerade mal zeigen. Ich hoffe. Ich glaube, hier kämpfen die schon länger. Ich nehme jetzt einfach den mal. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu viel, dass ich das geschrieben habe. Oder dass ich das jetzt zeige, meine ich. Und ihr seht, hier ist jetzt die Brücke am Stehen. Wir machen immer dann ein Zeichen dahin. Brücke steht. Und dann postet er die Berichte dahinter. Dass das alles schön übersichtlich ist. Ja. Das ist eben dann damit gemeint mit Bündnis oder Bekannte, Nachbarn, was auch immer, um Hilfe bitten. Er lädt jetzt den Bericht nicht, keine Ahnung wieso, wahrscheinlich wieder lames Internet. Und ich gucke mir in der Zeit den nächsten Punkt an. Der nächste Punkt ist dann die Kampfvorbereitung. Und Kampfvorbereitung heißt ja. Na, hab ich jetzt kein Internet mehr, doch, hier ist der Kampfbericht noch. Überlebende Angreifer sind auch so viele. Ihr seht, ihr verliert immer wieder ein paar Einheiten. Verteidiger verliert natürlich weniger. Angriffsvorbereitung. Ich gehe jetzt auf Burg 11. Jetzt auf die Karte. Nächste Burg, die nicht angegriffen wird, unterstütze ich jetzt mit allen Einheiten bis auf 101. Oder 102, sag ich mal. Ah, das ist das Bild an der App, der scrollt. 102. So, jetzt gucke ich 11:40.
und unterstütze damit. Das heißt, ich kann jetzt auch gerade die Uhrzeit für mich aufschreiben. Speerträger 11:40. Ich könnte jetzt auch hier nach Burg 11. Genau, das gilt jetzt für Burg 11. Ups. So, das heißt, ich habe jetzt die... Oh, das ist blöd mit dem Scroll. Das heißt, hier die stelle ich jetzt alle raus, die Schwertkämpfer. Schwertkämpfer haben eine Laufzeit von 13:20, genau wie die Handkarren. Oder war das jetzt... Oder waren Schwertträger die gleiche Laufzeit? Naja, die haben die gleiche Laufzeit, wie ihr seht. Stimmt, ist ja auch so. Das heißt, die kann man zusammen rausschicken. Unterstützen. Das heißt... SK... 13:20. Ich habe jetzt hier leider keine Ochsenkarren. Lanzenreiter 6:40. Genau die Hälfte von. Ne, doch nicht. Doch von 13:20 natürlich. 6:40, ja. Jetzt der Bogenschütze noch. Lanzenreiter 6:40. Ja, ihr seht, mein Internet sagt auch, chill mal lieber. Also Ruhe bewahren, alles Allerwichtigste. Bogenschützen, 8:20, auch noch unterstützen. Und das wäre es dann auch schon von der Burg. Das heißt, ich habe jetzt hier diese Zeiten, wo ich die Einheiten zurückrufen kann und dann timen kann. Ihr seht hier, von 6:40 bis 13:20 ist eine Differenz drin. Ich schicke natürlich als erstes immer die Speerträger zurück, da ich die als... Anfangsverteidigung drin habe und davon 54 zurückhole. Kann aber auch jetzt noch die Zeiten von der Burg 4, welche direkt daneben liegt, aufschreiben. Brauche ich allerdings, denke ich mal, nicht. Da ist eigentlich vom Angriff her, ja, das eigentlich passen sollte, dass ich hier erstmal zurückteile. Dann kann ich immer noch von der Burg 4 zur Not hinschicken. Das Ganze mache ich jetzt für alle Burgen, dass ich alles aufschreibe und alle Einheiten bis auf 102 von einer Sorte rausstelle. Und das ist so dann mit Kampfvorbereitung eigentlich gemeint. Und das ist damit auch abgeschlossen. Dann als nächstes natürlich die Brücke bauen. Ihr seht hier Burg 11. Ich könnte jetzt gucken, die 6 wird nicht angegriffen. Ich weiß nicht, ob die Laufzeit jetzt passt. Ich habe es vorher nicht getestet. Und zwar könnte ich jetzt hiermit auf die 11 unterstützen. Könnte gucken, natürlich als erstes wieder 102 Einheiten hinschicken. Ups, wann die jetzt ankommen, wären 18.33 Uhr, das heißt ein bisschen früh. Jetzt auch keine Ochsenkarren hier, das ist noch ein bisschen langsam, das heißt hier müsste ich noch ein bisschen warten. Könnt jetzt wieder auf die Karte gehen, noch eine Burg weiter, dann nennen wir mal die 9. Vielleicht passt es da besser von der Zeit, ich denke, das ist auch noch ein bisschen kurz. Aber ihr habt auf jeden Fall genügend Zeit, ja 102 wollte ich hier noch hinschicken, ihr habt genügend Zeit, um wirklich die Kampf, die Brücke zu bauen. Ihr seht, hier kommt jetzt da an, ein bisschen zu früh auch noch. Das heißt, das wäre auch für später was. Das heißt, ich kann noch ein bisschen weiter hier rausgehen. Könnte sogar auf die 20 gehen. Könnte jetzt schon auf der 20, von der 20 bauen. Da einfach die eine ziemlich lange Laufzeit hat. Das heißt, ich bräuchte nur noch davor die Lücken zu schließen. Ja. Gucken, wie jetzt hier die Laufzeit ist. Von Speerträgern 20:30 kommen die an und von Armbrustschützen 20:06. Das heißt, ihr seht, hier könnte ich jetzt schon richtig, richtig schön timen. Ich glaube, das mache ich dann jetzt auch gerade mal. Und zwar genau 20:06 kommen die an. Das heißt, ich bräuchte jetzt dann nur von da bis dahin die Brücke bauen. Also auf der 11 selbst. Und das ist eben im Brückebau gemeint. Jetzt der Gegenschlag. Ich denke, das ist selbsterklärend, eventuell, wenn ich genügend Silber hätte, eine Burg auch von denen anzugreifen. Das macht ihr für alle Burgen. Und dann sollte eigentlich beim Angriff nichts schief gehen. Ihr müsst auch echt darauf achten, dass keine Lücken in der Brücke sind. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video jetzt gefallen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, euer Stormtrooper.